Warum heilt Jesus heute noch oder warum tut er das, was er tut? Und wenn man über dieses Thema spricht, dann fallen ja ein, also zumindest ist mir Dinge ein, die nicht so gelaufen sind, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, ich bin ja schon ein paar Jahre unterwegs als Pastor und habe es in meinem eigenen Leben erlebt und habe es in vielen anderen Menschen erlebt, dass sie mit Glauben gebetet haben, jeden Tag gebetet haben, wenn ihr Mann oder ihr Kind krank war und die Dinge anders gelaufen sind, als sie es sich vorgestellt haben oder auch gewünscht haben. Ich habe neulich einen Brief bekommen von einem, der schwer erkrankt ist und der hat sich vorgenommen, sich nicht operieren zu lassen. Er hat gesagt, ich vertraue Jesus, ich vertraue seinem Wort und dann ist es immer schlimmer geworden und am Ende hat er dann geschrieben, okay, der da oben scheint mich nicht zu hören und hat sich dann operieren lassen und es ist auch nicht falsch, nur nebenbei zu Ärzten zu gehen, aber das sind natürlich Spannungsfelder. Klar, wenn jemand mit 90 diese Erde verlässt, sagt man, naja, du, der hat ein super Lebenszeit gehabt, gehen wir mal davon aus, und wenn aber einer mit 30, 33 oder wir haben auch schon kleine Babys zu Grabe getragen, dann geht das schon manchmal etwas im Herzen ab und man fragt sich, ja, hört Gott einen überhaupt, greift er überhaupt ein, machen wir uns da etwas vor oder andere sagen, ja, er hat eh nur damals gewirkt, zu der Zeit Apostel, die brauchten das, weil ja dann die Gemeinden entstanden sind und so weiter und so versuchen wir oder irgendwie uns Dinge zu erklären, aber ich behaupte einfach mal, dass es Momente gibt in unser Leben, wo die Fragen vielleicht du sie nur so klären kannst, ich sag, okay, ich vertraue Gott. Ein ganz bekannter Evangelist, der viele Menschen gerettet, also zum Glauben geführt hat und der für viele Kranken gebetet hat und viele Kranken auch wieder gesund wurde, ist eines Tages selber schwer erkrankt. Und natürlich haben auch viele für ihn gebetet und haben auch gesagt, Gott, dieser Mann, der hat so viele Menschen zum Glauben geführt, der hat so viele Menschen die Hand aufgelegt oder seine Hände aufgelegt, sind gesund geworden. Und jetzt wirst doch du auch diesen Mann gesund machen. Und eines Tages ist seine Tochter zu ihm gegangen und hat gesagt, Papa, du hast so viele Menschen zum Glauben geführt, du hast so viele Menschen die Hände aufgelegt, die sind gesund geworden, warum passiert es bei dir nicht? Ich sag mal, zunächst mal als Kind eine berechtigte Frage und dann hat er Folgendes gesagt. Ich sage, liebe Tochter, ich kann dir das nicht erklären. Ich weiß es nicht. Aber ich lasse mich nicht auf die Schiene draufbringen, dass Gott schlecht ist. Ich sage dir etwas, Gott ist immer noch gut. Auch wenn wir Dinge nicht erklären können. Gott ist gut. Und er ist auch an dieser Krankheit gestorben, aber er hat gesagt, Tochter, vergiss nicht, Gott ist gut. Und wir leben auf dieser Erde in diesem Spannungsfeld hinein. Und interessanterweise, als Jesus, bevor er aufgefallen ist, hat er zu seinen Jüngern nicht gesagt, liebe Jünger, predigt doch, was ihr denkt. Predigt doch das, was ihr erfahren habt. Predigt doch das, was du glaubst, was heute passieren könnte und was nicht passieren könnte. Er hat gesagt, was hat er gesagt? Lehrt sie das, was ich gelehrt habe. Und ich bin überzeugt, die Jünger, die kamen nämlich genauso in Spannungsfeld hinein. Denn eines Tages kam ein Vater zu ihnen, zu Jesus und hat gesagt, Jesus, ich habe mein Kind zu deinen Jüngern gebracht und sie konnten ihn gar nicht heilen. Und dann reagiert Jesus und sagt zu seinen Jüngern, ungläubiges Geschlecht, verkehrtes Geschlecht. Okay, also hat er mir gesagt, ihr seid nicht eng verbunden mit Gott. Euch fehlt irgendwo die Gemeinschaft, die Intimität mit Jesus oder mit Gott, mit dem Vater im Himmel, mit dem Heiligen Geist. Und er sagt, bringt mir diesen Sohn her und er sagt, ich zeig's euch nochmal. Ja, und er sagt, wie lange muss ich noch bei euch bleiben, bis ihr es versteht? Und ich habe mir vorgenommen, heute Morgen das zu sagen, was Jesus sagt und nicht das zu sagen, in was für Spannungsfelder ich oder wir oftmals hineinkommen. Es ist ja genau so, es ist ein Vater ein schlechter Vater, weil manche Kinder andere Wege gehen, wie er sie gelehrt hat. Nein, ist nicht unbedingt so.
weil ein Kind mit sich selber auch irgendwann selber entscheidet, was für einen Weg es gehen wird. Und ich möchte, deshalb habe ich das auch heute so hin als Überschrift, warum heilt Jesus heute noch? Also warum ist es immer noch ein Thema und warum halten wir daran fest, dass es so ist? Und wir werden jetzt gleich das Spannungsfeld merken, wenn ich euch jetzt ein paar Verse vorlese, was passiert ist, wenn die Leute zu Jesus kamen. Und dann kannst du vielleicht reflektieren, aber er sagt, ich bin dasselbe. Okay, nochmal. Er sagt, ich bin derselbe. Glaubst du das? Wirklich? Naja, wenn du wüsstest, Hans-Peter, was in meinem Leben schon alles passiert ist. Wir haben alle, glaube ich, irgendwo ein Stückweise unerfüllte Träume. Aber er verändert sich nicht. Natürlich, wir trösten uns und es ist auch die Wahrheit, es gibt eine Ewigkeit. Ja, und egal, wie Jesus war 33 Jahre, als er diese Erde verlassen musste. Er hat gesagt, ich weiß, woher ich komme, ich weiß, wohin ich gehe. Und die wichtige Frage ist auch heute, weißt du, woher du kommst und weißt du, wohin du gehst? Und wenn du das weißt, dann hast du deine Identität gefunden. Wenn du es nicht weißt, hast du auch deine Identität nicht. Und die einzigste wahre Identität ist in ihm selbst, in Jesus. Und wir lesen mal Matthäus 4, 23 bis 25. Ich habe jetzt mal die NGÜ-Übersetzung genommen, die neue Genfer Übersetzung. Es gibt ja ganz viele Übersetzungen. Manchmal vergleiche ich, dann entscheide ich mich für eine. Da heißt es, Jesus zog durch ganz Galiläa. Er lehrte in den Synagogen. Er verkündigt die Botschaft vom Reich Gottes und er heilte einige. Wie viel heilte er? Alle. Hallo. Da fängt doch schon unser Spannungsfeld an, oder? Er heilte alle. Und Leidende im Volk. Ja, leidend ist auch so etwas wie, du gesagt hast heute Morgen, Leiden ist nicht nur, dass ich körperlich krank war, sondern es gibt Menschen, die leiden in ihrem Herzen, die leiden in ihrer Seele, die haben große Herausforderungen, Zerbruch. Ja, also er heilt alle Kranken und dann gibt es einen Unterschied und Leidende im Volk. So wurde er überall in Galiläa hinaus in der ganzen Syrien bekannt. So, die Frage ist für mich, habe ich natürlich auch gedacht, hier passt in diese Gemeinde, für was ist unsere Gemeinde eigentlich bekannt in unserer Stadt? Da steht jetzt nicht drin, die waren bekannt, weil sie die besten Battle-Lieder singen. Ich habe nichts gegen sie. Wir waren jetzt in Kanada, das ist krass, die singen alle dieselben Lieder wie wir hier. Ja, und wenn man ein bisschen Englisch kann, kannst du in jede Nation hineingehen, außer vielleicht in China oder sowas, wo sie andere Sprachen spielen. Aber so Englischsprachig und Deutsch waren, die singen mittlerweile so die gleiche Kurse. Aber es steht nicht drin, weil ihr Gottesdienstraum voll ist. Das kann alles sein. Aber hier heißt es, weil sein Name war bekannt, weil er Kranke heilte und weil er leidende Menschen wiederherstellt und gesund machte. Man brachte alle Leidende zu ihm. Menschen, die von verschiedenen Krankheiten und Beschwerden geplagt waren. Auch Besessene, nur nebenbei, das gibt es auch heute, auch wenn wir damit Probleme haben. Dann wird hier Epileptiker aufgezählt und Gelähmte. Und er machte sie gesund. Große Menschenmengen folgten ihm aus Galiläa und den 10 Städtengebiet, aus Jerusalem, Judäa und aus der Gegend jenseits des Jordans. Also warum ist es heute noch so, dass Menschen Geld ausgeben, Massen von Geld ausgeben, wenn sie eine große, also ich erlebe das mindestens, habe es schon erlebt, jemand riesenkrank war in Deutschland, hat ihm niemand helfen können, keine Gemeinde konnte ihm helfen, dann haben sie sich erinnert, da ist doch irgendjemand in Amerika, der hat so einen Glauben und wenn der den Kranken die Hände auflegt, dann werden sie gesund und dann investieren sie Hunderte bis Tausende von Euro, dorthin zu fliegen, um mit der letzten Hoffnung ihren Kranken dahin zu bringen. Das gibt's.
Wir hatten hier mal auch einen Heilungsaufruf und dann stand jemand hier vor mir und dann hat er zu mir gesagt, ich möchte, bevor Sie für mich beten, Ihnen was sagen. Ich bin kein Mitglied Ihrer Gemeinde. Ich komme aus einer Landeskirche. Aber wenn ich nicht geheilt werde, werde ich morgen sterben. Beten Sie für mich, sage ich, klar. Ich mache das doch nicht von der Mitgliedschaft abhängig, sondern vom Glauben. Dann habe ich gesagt, klar, beten wir für Sie. Ja, man, dem fragen sich die Leute, ist es überhaupt möglich? Ja? Und Jesus hat nicht gefragt, gehst du in meine Gemeinde oder sowas, sondern er sah die Kranken, er sah die Leidenden und da heißt es, er heilte sie alle und sein Name wurde bekannt überall. Ja, und da, wo er war, ja, große Menschenmengen folgten ihm, aus Galiläa, Zehn-Städtegebiet, aus Jerusalem, Judäa, also überall aus der ganzen Gegend jenseits des Jordans. Sie kamen zu ihm, weil sie wussten, wenn wir zu ihm kommen, ist die Möglichkeit, dass ich oder meine Kinder oder meine Verwandtschaft geheilt wird. In Matthäus 8,16 heißt es, als es Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus. Also sein Wort hat Power, sein Wort hat Kraft. Ja. Und er heilte es ist so wichtig, er heilte alle. Alle. Neulich kam jemand und hat gesagt, ja, aber in Markus Evangelium steht doch drin, er heilte viele. Viele sind noch nicht alle. Doch, viele können alle sein, denn so viele zu ihm kamen, die heilte er. Jesus heilte alle. Und wir haben vorhin gesagt, er ist dasselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und was für ein Spannungsfeld. Ich sage euch jetzt mal ein paar Gründe, warum ich glaube, dass Jesus heute noch heilt. Der erste Grund ist es ist der Willen Gottes. Es ist der Willen des himmlischen Vaters. Und Jesus sagt, alles, was der Vater will, das will auch ich. Alles, was der Vater tut, das tue auch ich. Also Jesus repräsentierte ja den Willen des Vaters. Und in Matthäus 1,40 bis 42 heißt es, einmal kam ein Aussätziger zu Jesus, warf sich vor ihm nieder auf die Knie und flehte ihn an. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Vom tiefen Mitgefühl ergriffen, streckte Jesus die Hände aus und berührte ihn und sagte, ich will es. Hallo. Jesus sagt, ich will es. Also er heilt ihn und sagt, ich will es. Ich will es tun. Sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz und der Mann war geheilt. Das ist doch gewaltig, oder? Ich will es. Er tut es heute noch, weil es sein Wille ist. Weil es der Willen des Himmels ist. Wir singen hier rum, du hast den Himmel heruntergeholt. Offenbarung 21. Keine Träne, kein Schmerz, kein Leid, kein Geschrei. Haben wir Tränen auf dieser Erde? Haben wir Leid auf dieser Erde? Haben wir Schmerzen auf dieser Erde? Aber wir wollen doch den Himmel hier runterholen. Was für ein Spannungswert. So wie im Himmel. So auf dieser Erde. So wie im Himmel. So auf dieser Erde. Heißt es, leider, manche beten das Gebet nicht mehr, weil sie meinen, es wäre was vom Kreuz ist, aber betet es. Ja, wir können es singen, so wie im Himmel, so auf dieser Erde. Ja, und wir können unseren Glauben nur hochhalten, wenn wir das lehren, was er gesagt hat. Egal in was für Spannungsfelder wir hineinkommen. Eines Tages wird es tatsächlich so sein. Keine Tränen, kein Schmerz und kein Leid. Aber wir hören nicht auf, das zu glauben. Auf dieser Erde, was er im Vater unser sagt, so wie im Himmel, so auf dieser Erde. Ich will es tun. Und du darfst in deinem Herzen das heute Morgen sagen. Jesus, du willst mich heilen. Das ist dein Willen. Das ist dein Wille. Nicht nur körperlich, auch zerbrochene Herzen. Ja, wir
Deshalb gehen wir in die Ehevorbereitung rein und sagen, hey, Gott will gesunde Familien haben, Gott will gesunde Ehen haben, er will gesunde, ja, das, was Sophia gesagt hat, das ist ja nicht ein Zufallsprodukt, meine Eltern haben sich scheiden lassen, das ist ja massenhaft und das findest du leider auch mittlerweile in Gläubigen und Kirchen, überall. Aber Jesus sagt, so war es nie vorgesehen. Ich hatte einen anderen Plan. Die Menschen gehen leider andere Wege und haben andere Pläne, weil sie glauben, sie könnten entscheiden, was gut und böse ist. Das Zweite ist, also erste, ich will es tun. Das ist der Willen des Himmels. Das Zweite ist, er hat dafür teuer bezahlt. Ich habe gerade gesungen, ja, er preist den Namen des Herrn, ja, sein Kreuz, sein Leid. Er hat teuer dafür bezahlt. Es gab keine Krankenversicherung damals, die die Leute hatten wie heute. Es gab sicher die Ärzte, den Lukas war ja Arzt, der das Evangelium geschrieben hat. Aber Jesus hat persönlich den Weg freigemacht durch sein Kreuz, durch sein Leiden. In Jesaja 53, Vers 5 heißt es, doch um unser Übertretungswillen war er verwundet. Also um unsere Missetat zerschlagen. Ja, also wenn du noch keine Entscheidung getroffen hast für Jesus, ich gebe dir nachher die Gelegenheit. Er ist wegen deiner Missetat, wegen deiner Schuld, ja, hat er sich wegen deiner Übertretung, und jeder Mensch hat Übertretungen in seinem Leben schon vollzogen und vollbracht. Irgendwo sind wir alle über diese Linie gegangen, in das hinein, was wir nicht hätten tun sollen. Aber er sagt, dafür habe ich mich zerschlagen lassen. Die Strafe lag auf ihn. Und die Strafe lag auf ihn, für unseren Frieden lag sie auf ihn. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Durch seinen Striemen ist uns Heilung geworden. Und wer einmal den Passion-Film angeschaut hat, hat ihn irgendjemand mal gesehen? Ja, also dieser Moment, als es um die Auspeitschung ging, also so ging es mir, ich dachte, können die einfach mal aufhören? Das ist doch nicht normal. Ja, und dann nicht nur einfach mit der Peitsche, sondern mit irgendwelchen Knochen vorne dran, spitzen Dinge, ja, dass die ganze, Entschuldigung, die Haut, wir gehen ja auf Ostern drauf zu, Fleischstücke rausgezogen werden, geworden und was weiß ich allen. Und Jesaja hat das schon prophezeit, tausend Jahre bevor Jesus überhaupt auf diese Erde kommt. Er wird es tun, zerschlagen um deine Heilungswillen. Zerschlagen, verwundet für dich. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Hallo. Wenn wir das Abendmahl feiern, durch seine Striemen, erinnere dich daran, ist die Heilung geworden. Selbst im Alten Testament gibt es einen Hinweis auf den erhöhten Jesus. Ich denke, manche, die sich auskennen, ich lese es einfach mal vor, also 4. Mose 21, Vers 9, sie waren in der Wüste und auf einmal gab es diese giftigen Schlangen, die sich da rasant vermehrt haben, und jeder, der von dieser giftigen Schlange gebissen wurde, ist daran gestorben. Ja, solche Schlangen gibt es auch heute noch. Und Mose sagt, Gott, was soll ich denn tun? Das ganze Volk stirbt und sie werden ständig von Schlangen gebissen und sie sterben. Und dann sagt Jesus zu ihm, Mose, mach eine bronzene Schlange. Mach sie auf den Stock rauf, dass sie hoch erhoben ist. Und jeder, der auf diese bronzene Schlange schaut, wird nicht sterben, auch wenn er von der Giftschlange gebissen wird. Und wer ist für uns erhoben worden? Wer ist für uns erhoben worden? Jesus, schau aufs Kreuz. Schau auf den, der sich für dich ans Kreuz hat nageln lassen. Ja. In ihm ist deine Wiederherstellung. Da heißt es, so fertigte Mose eine Bronzeschlange und machte sie am Ende an einer Stange fest. Wenn nun die Schlange jemand gebissen hatte, blickte derjenige zur bronzenen Schlange auf und blieb am Leben. Was für eine Verheißung. Jeder, der auf dieses, ich sage das jetzt mal, auf die Ewigkeit bezogen, jeder, der auf dieses Kreuz schaut, jeder, der diesen Jesus, der ein Kreuz für dich und für mich gestorben ist, das anschaut, aber auch in sein Herzen aufnimmt, wird nicht mehr sterben. Hä? Okay. Dieser Körper, das wisst ihr, hat keine Erlösungsverheißung. Dieser nicht. Ja, ob du dünn oder dick oder dünn bist oder was für eine Hautfarbe du immer hast,
wie du dich ernährst oder nicht ernährst. Es gibt ja so viele Ernährungsprogramme und was weiß ich alles. Aber du nimmst diesen Körper nicht mit in die Ewigkeit, sondern Jesus sagt, wir werden einen Auferstehungsleib bekommen. Aber es sagt, jeder, der Jesus in seinem Herzen aufnimmt, der weiß, wohin er geht. Er wird nicht in den ewigen Tod bleiben. So, ich empfehle es dir dringend zu tun. Genau das ist das, was Jesus auch zu Mose sagt. Also er bezahlte dafür teuer. Ja. Und deshalb fand ich das auch gut, als wir jetzt in Kanada waren, da stand auf einmal Good Friday. Dann habe ich gesagt, hä, guter Freitag, was ist denn am Freitag los? Gut, was? Ja, ich sagte, das ist doch bei euch Karfreitag. Ach so, okay. Und dann ist mir eingefallen, dass für uns in unserer Kultur Karfreitag was ganz Schlimmes ist, ganz Tragisches ist. Meistens, wenn es noch donnert und regnet, sagt man, siehst du, ja, Karfreitag. Ja, wie kann da die Sonne scheinen und wie können wir da uns noch freuen? Aber für uns war der Karfreitag ein guter Tag. Denn genau hier, denn jeder, der aufblickt auf Jesus und Jesus im Herzen aufnimmt, wird leben bis in Ewigkeit. Hallo, ist das denn keine gute Botschaft? Also, guter Freitag. Er bezahlte dafür. Für ihn war es ein Kampf, für ihn war es eine Herausforderung. Aber er hat gesagt, Jesus Gott, Vater im Himmel, wenn es dein Wille ist, ich gehe diesen Weg. Also es ist sein Wille, er hat dafür teuer bezahlt und er ist voller, das dritte ist, er ist voller Barmherzigkeit. Als Jesus in Matthäus 14, das sind nur ein paar Verse, ich hätte sonst wieder heute Abend noch hier sitzen, weil es gibt immens viele Verse, die darauf deuten, zu jedem Thema. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ich habe euch vorhin gesagt, wo er war, da waren die Menschen. Er wollte sich mal ausruhen. Die Menschen, wenn sie es wussten, sie kamen zu ihm. Aber er hat keinen weggeschickt. Ja, sondern er ist immer, in seinem Herzen war er immer bewegt. Ja, als er aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Und er heilte die Kranken. Warum? Weil er Mitgefühl hat. Hat er heute noch Mitgefühl? Klar. Deshalb rettet er auch heute noch. Deshalb vergibt er heute auch noch. Er hat Mitgefühl. Ja, warum hat er denn mit meinem Familie kein Mitgefühl gehabt? Warum habe ich dieses Mitgefühl nicht gespürt, als ich in der schwierigsten Situation meines Lebens war? Lehrt, was ich euch gelehrt habe. Er hat Mitgefühl. Er sieht die Menschen anders, wie wir sie sehen. Er sieht unsere Umstände anders, wie wir sie sehen. Er ist voller Barmherzigkeit, voller Mitgefühl. Und im Urtext steht eigentlich Folgendes drin. In Matthäus 9, ich glaube 35, da heißt es, als er sagt, betet für Arbeiter, denn die Welt sind ohne Hirten. Die haben niemanden, der sie leitet, der sie weidet. Und da steht drin, dass es in seinem Herz, ich glaube, es heißt, es jammerte ihn. Ein anderer Ausdruck wie Mitgefühl. Und da steht drin, es jammert ihn so, dass es ist wie, wenn sich seine innere Eingeweiden umtreten. So wird es eigentlich beschrieben im Urtext. Und ich weiß nicht, ob du schon mal so ein Mitgefühl hattest, so eine Barmherzigkeit für andere Menschen, dass du das Gefühl hast, deine eigene Innere drehen sich um. So ein Mitgefühl. Aber hier über Jesus wird das gesagt. So hat er Mitgefühl, so war er voller Barmherzigkeit und dieses Mitgefühl hat ihn bewegt, Menschen zu heilen. Matthäus 8, Vers 2, die Leute, sagte er hier, tun mir leid. Seit 3 Tagen sind sie hier bei mir und haben nichts zu essen. Es tut mir leid. Ja, ein anderes Wort für, er hatte Mitleid. Er spürte Barmherzigkeit. 3 Tage sind sie hier. Die Jünger wollten sie nach Hause schicken, haben gesagt, Jesus, schick die mal weg. Die können doch selber gucken, wie sie klarkommen. Ja, ist doch ihr Problem, wenn sie 3 Tage bei dir sind. Er sagt, no. Wir werden um sie kümmern. Ja, ihr erinnert euch an die 5 Brote und 2 Fische. Es hat ihm leid und aus Mitleid handelte er. Das vierte ist, warum er es heute noch tut und immer getan hat, er verherrlichte damit den himmlischen Vater. Da heißt es dann in Johannes 9, Vers 3, es ist weder unsere Schuld, es ist weder seine Schuld, noch die seiner Eltern. Und ihr wisst, einmal ist ein Turm zusammengefallen und ich glaube, es waren 8 Menschen, die gestorben sind. Ist das richtig? Romano oder wie viel? Ihr wisst nicht genau, aber ich sage es mal 8.
Könnt ihr mal nachlesen. Und was passiert denn oft in unseren christlichen Kreisen, wenn jemand schwer krank ist? Oh, da stimmt was nicht. Oh, der hat ein Problem. Bestimmt hat er irgendwas falsch gemacht. Ja, und das ist jetzt die Strafe dafür. So denken manchen Christen. Aber hier heißt es Folgendes. Es ist weder seine Schuld, also noch, hier geht es um Blinden auch, noch seine Eltern. Ja. An ihn soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Oder andere Übersetzungen sagen, durch ihn soll Gott verherrlicht werden. Denn durch seine Heilung, jetzt, dass er wieder sehend wird, wird Gott verherrlicht. Manche Dinge dürfen wir und sollten wir auch nicht religiös erklären. Okay. Als ich im Flugzeug saß, da saß eine etwas breitere Russin neben mir. Sie hat dafür gebetet, dass sie sich mit jemandem über Jesus unterhalten kann, und das war ich. Und sie war immer noch der Meinung, wenn der nicht gehorsam ist, dann kann auch Gott mal die Krankheit zücken. Da habe ich gesagt, nein, das glaube ich nicht, dass er es tut. Und dann wollte sie diskutieren. Ich sagte, nee, lass uns lieber nicht diskutieren im Flugzeug. Wollen ja in Frieden fliegen. Nein, das tut er nicht. Und wir dürfen auch nicht jedes Leid und jede Umstände gleich mit der Schuldfrage herauskommen. Jesus sagt, ja, seine Eltern haben keine Schuld, dass er blind ist. Und er hat auch keine Schuld. Aber etwas wird jetzt passieren, dadurch, dass ich für ihn bete, wird die Kraft Gottes offenbar. Und seine Herrlichkeit, versteht ihr? Oder in Johannes 11, Vers 4, als Jesus das hörte, sagt er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Durch die Heilung, durch die Reaktion, durch das, was passiert, wird offenbar, dass er noch dasselbe ist, gestern, heute und in der Ewigkeit. Wir verherrlichen damit Gott. Also manchmal höre ich großartige Zeugnisse und Leute, und du hast einfach nur das Gefühl, die Leute rühmen sich, weil Gott sie gebraucht. Wenn ich mit jemandem habe gehört, in der Gemeinde passiert nicht, aber kommt zu mir, dann werdet ihr gesund. Wenn du sowas hörst, vergiss es. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich. Es geht um ihn. Jesus hat nicht gesagt, auf dass ich der Star bin, er sagt, auf dass der Vater im Himmel verherrlicht wird. Es geht um ihn. Ja, und wenn er dich darin gebraucht, gib ihm die Ehre und nicht dir. Jesus gibt Gott die Ehre. Er sagt, er wird verherrlicht. Es ist sein Wille, dass ich es tue. Also das vierte ist seine Herrlichkeit. Und das allerletzte ist, Jesus ist unser Vorbild. Und wir leben ja eine Jüngerschaftsvision. Und wir lernen es immer wieder. Und wir sagen immer wieder, wir sollen doch Jesus imitieren, oder? Wir sollen ihn doch nachmachen. Er ist doch unser Vorbild, oder? Okay. Markus 16, ganz bekannte Verse 17 und 18, da heißt es, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Glaubst du? Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Ich habe paar Wörter ausgelassen, weil sie nicht erklärbar sind oder mir noch keine schlüssige Erklärung gegeben hat zwischen sie werden Gift trinken und sie werden Schlangen aufheben. Das habe ich rausgelassen. Nur nebenbei, nicht, dass er denkt, ich habe das übersehen, sondern ich habe mich auf das konzentriert, um was es heute Morgen geht. Kranke, ab Vers 18, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Hallo. Ist es bei Jesus passiert? Soll es für dich passieren? Jesus sagt es zu seinen 12. Jesus hat es nicht gesagt, pass mal auf, ich werde jetzt mal Johannes und Jakobus und Petrus mal herausnehmen und sagen, sie sind unsere Heiler. Und die anderen drei, ihr werdet evangelisieren und die anderen machen vielleicht noch ein bisschen Seelsorge oder was weiß ich. Nein, nein, er hat es zu allen gesagt. Jesus ist unser Vorbild. Ich habe mit einem gesprochen, der hat
Okay, es war ein Kirchenführer. Und seine Tochter wurde krebskrank. Und sie haben das getan, was sie glaubten, tun zu müssen. Sie war, glaube ich, 23 oder 24. Und ich kann euch nicht sagen, jetzt in der, was sie alles getan haben. Natürlich haben sie auch gebetet. Und manche Leute zünden auch Kerzen an, um damit irgendwas auszudrücken, was weiß ich alles. Am Ende ist diese Tochter aber gestorben. Und dann hat man diesen Kirchenführer, diesen Papa gefragt, ja, wie erklären Sie das, wie gehen Sie jetzt damit um? Dann sagt er, wissen Sie, ich glaube immer noch, aber ich glaube, die Kraft Gottes reicht nicht gegen Krebs. Das war seine Erfahrung. Das war sein Leben. Aber diese Kraft Gottes, die Jesus aus dem Grab rausgeholt hat, ist die gleiche Kraft, mit der wir heute agieren. Und das ist der Heilige Geist. Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären und man sollte auch nicht versuchen, alles auf alles diese Antwort bringen, außer dass du sagst, ich vertraue Gott. So wie dieser Evangelist, der sagt, du wirst mich nicht auf die Schiene bringen, Gott ist nicht gut. Er ist immer noch gut. Wir leben in Raum und Zeit. Gott hat den Menschen die Chance gegeben im Garten Eden, sie hatten alles. Aber sie meinten ja, es anders zu tun, wie er es gesagt hat. Und wisst ihr, das alle, was er, ich nehme es, dieses Wort, auch dieser Teufel heute Morgen in den Mund, was er ja will, am Ende ist, er will ja unsere Gemeinschaft mit ihm zerstören. Und dem Teufel ging es ja gar nicht so sehr um diese Frucht, die sie da gegessen haben. Das war nur ein Vehikel. Sondern er wusste, am Ende ist die Gemeinschaft mit Gott zerstört. Versteht ihr? Und es ist heute genau dasselbe. Er will, dass du am Ende, dass die Gemeinschaft mit Gott zerstört wird. Durch deine Erfahrung, durch deine Erlebnisse. Sein Ziel ist, dass du sagst, nee, an diesem Gott. Das ist sein Ziel. Aber du lässt es nicht zu. An deinem Herzen, du sagst immer noch, ich bleibe in dieser Gemeinschaft. Ich weiß, dass er die Kontrolle hat über Himmel und Erde. Er hat sie gemacht. Niemand anders. Und wenn ich Dinge nicht verstehe, aber ich lasse mir diese Gemeinschaft mit Gott nicht verstören. Versteht ihr? Das ist das, was er will. Er ist gekommen, um zu stören und zu zerschlagen und was weiß ich alles. Und zu töten, was zu töten ist. Und er will unser Leben zu Gott töten. Aber wir lassen es nicht zu. Dieser gleiche Heilige Geist, der Jesus auf diese Erde, aus dem Grab herausgeholt, ist der gleiche Heilige Geist, der heute Morgen hier in unserer Mitte ist. Hallo. Und der heute Morgen etwas Gewaltiges tun will. Glaubst du das?